Sei gegrüßt, Freunde, salü. So, das neue Ganze ist ab sofort wieder erhältlich. Vorneweg mal, ich darf keine Videos mehr zeigen, wie ich es herstelle, was ich alles reinmache. Ja, ich darf einfach diese Herstellungsmethode selbst nicht mehr zeigen. Da gab es letztens ein klares Nein dazu. Da war sogar noch jemand mit dabei, der genau dasselbe wahrgenommen hat. Also gibt es ab sofort keine direkten Videos über die Herstellung mehr. Gut, auf der Flasche steht ja drauf, was alles drin ist. Es liegt ja auch alles in ganz Form vor, außer der Herkimer Diamant. Das wird sich aber bei der nächsten Produktion auch ändern, weil ich jetzt einen großen Herkimer Diamant bestellt habe und der dann mitten in die Produktion reinkommt. Dann brauche ich die kleinen Kristalle nicht mehr mit reinmachen, die kleinen Süßen da. Dann liegt das dann auch in Ganzform vor, was natürlich noch eine viel bessere Qualität in sich trägt. Ich werde natürlich im Telegram-Kanal immer mal wieder dann, wenn ich die Produktion mache, ein paar Fotos reinstellen, vielleicht auch mal kleine Kurzvideos oder so, aber so die direkte Erklärung für die komplette Produktion gibt's halt nicht mehr. Aber wer gut aufgepasst hat oder sich meine Videos anschaut, die im Internet oder auf meinem Kanal reingestellt sind, da kann man ja schon gut rausforschen, was ungefähr drin ist. So die letzten Elemente, die ich zugebe, sind halt nicht mehr mit dabei, aber ja, steht ja alles auf der Flasche drauf, ne? Also wer es nachmachen mag, kann es irgendwie schaffen, es nachzumachen, ne? Aber zwecks einfach der anderen Seite, dass sie nicht aufmerksam auf mich werden, weil das jetzt mittlerweile Feldpotenziale in sich trägt, die wirklich richtig was in euch anrichten können oder überhaupt in uns, ne? Yes. Also die Herstellung war wie immer. Alle 49 Plasma-Elemente liegen in Ganzform vor, eben wie gesagt, außer der Herkimer Diamant. Diesmal hatte ich noch eine neue Minerallösung dabei. Hier sind 45 Mineralien drin, aber wieder nur in Geringsdosen. Deswegen gebe ich das nicht mit an. Aber dieses Fläschchen plus die guten Salze, ja, sind wir wieder bei über 90, 95 Elemente ganz, wenn man alles zusammenzählen würde. Weil in den Salzen sind auf jeden Fall über 80 Elemente drin, aber auch nur geringe Spuren. Aber sie sind drin und es liegt im Ganzen mit enthalten, auch wenn es nicht draufsteht, ne? Einfach für euer Verständnis. Durch die neue Vergansungsmethode der Kristalle liegen jetzt auch viel mehr Kristallnanos im Ganzen mit vor. Da habe ich so spezielle Kupferringe gebaut und habe die Kristalle da so eingespannt. Das hat einfach noch ein höheres Beschlagungspotenzial auf die Steine selbst. Und natürlich kann der Prozess dann an den Steinen so auch noch besser stattfinden. Für das nächste Mal bestimmt wieder eine ganz neue, andere Idee, wo noch besser wirkt oder wo einfach dann gitternetzartige Felder auf die Steine einströmen, wo wahrscheinlich noch einen viel höheren Vergrenzungseffekt hat, ne? Weil die Steine ja so hart sind, lösen sich da nur ganz wenig, ganz, ganz feine Nanopartikel runter. Ja, die legen sich ja auch schon dann im kleinsten Nanobereich, wo geht. Kann ich halt nicht nachmessen, kann ich nur so ein bisschen vermuten, ne? Jetzt mal zum Fähigkeitsspektrum. Also das ist wirklich eine universelle Ursuppen Informationscluster, Spektrensuppe, also da sind ja so viele Elemente drin, dann erstmal die Mineralien. Wenn das Mineral zum Ganz wird, wird die Fähigkeit des Minerals und die energetische Signatur, die es in sich trägt, mit auf die Ganzflocke übergeschwappt, also überführt oder kopiert. Das heißt, wenn wir über 26 Metalle drin haben, haben wir 26 verschiedene Ganzzustände mit 26 unterschiedlichen Fähigkeiten und energetischen Fähigkeiten. Natürlich auch die Mineralensignatur als Frequenz selbst, die euren Körper dann auch über Licht ein Stück weit nährt, soweit er es aufnehmen kann, ne? Und das dann noch mit den ganzen Edelsteinen, die haben ja auch zig Fähigkeiten in sich und die werden auch alle mit in die Ganzflocken rein transmutiert sozusagen oder überführt. Durch eventuelle verschiedene Kombinationen gewisser Elemente
Gibt's dann nochmal so ein bisschen Informations- und Energiespektren Tetris sozusagen. Also da werden dann verschiedenste Elemente zusammengebaut, die dann wahrscheinlich auch als Ganzes fungieren und die gegenwärtigen Fähigkeiten des Einzelnen werden dann mit anderen Fähigkeiten verschmolzen. Also so sehe ich es auf jeden Fall mir, dass es so stattfindet, aber wir sind ja wieder bei einer Ebene Fusionierung von Elementen und energetischen Erzeugnissen, die ja auch noch die Feldspektrenenergie des Universums mit drauf bekommt. Wieder bei Energiebereichen, wo ich mir nicht mehr sicher bin, ob wir das überhaupt aufnehmen können oder überhaupt schon aufnehmen können. Das ist schon so über der Materie, diese Energie, dass es ja für die wenigsten richtig, richtig aufnehmbar ist. Ich will es euch damit jetzt nicht verderben, aber dass ihr das einfach mal für euch selber versteht. Der Körper muss erst Transmitter dafür ausbilden, um diese Energie Qualitäten oder diese Energieclusterspektren in sich reinzuziehen. Da gibt's halt richtig was zum Empfangen, ne? Und dann die Energie vom Ganz selbst kommt eh nicht von dieser Erde oder aus dieser Realität. Ja, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, ne? Ich bewege mich jetzt seit Jahren in den Ganzfeldern und es hat wirklich lang gedauert, ehe ich mich richtig dran gewöhnt hatte, ne? Vor allem für Menschen, die nicht so solche hohen Feldpotenziale gewöhnt sind. Ist das am Anfang oder kann das am Anfang ein bisschen anstrengend sein, aber auch gleichzeitig bewusstseinsfördernd, physisch aufstellend, überhaupt energieantreibend. Ja. Kann ich jetzt wieder 100 Worte für wählen? Ihr wisst schon, was ich meine. Es ist einfach ein Lebenserquicker in allen Bereichen, die man erleben kann, ne? Aber es kann genauso auch ein Ego-Neutralisator werden, so dass ihr dann emotional werdet oder gewisse Themen in euch stattfinden werden, die noch zu beheben sind oder ja. Das komplette Seelenerlebensspektrum kann einfach angekurbelt werden, ne? Ja, es arbeitet eh chronisch an euren Seelenfeldern und chronisch am Egoabbau, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Es wird das nie komplett auflösen, also ihr müsst auch selber was dafür tun. Man kann nicht die Flasche hinstellen und erwarten, dass man eine große Seele wird. Man muss schon noch seine Übungen oder was auch immer man so macht, um seine Seele zu verhärten, weitermachen oder sogar noch besser darin werden, ne? Der Verkaufspreis ist wie immer derselbe, den werde ich dann unterm Video mit angeben, plus die IBAN. Dann könnt ihr mir eure Adresse schreiben und habt dann schon mal die IBAN unterm Video zum Überweisen dann, ne? Dass das alles ein bisschen easier für alle abläuft, ne? Es gibt wieder so ein Fläschchen mit 30 Milliliter Gans. Das sieht diesmal sogar ein bisschen weniger aus als sonst, weil es so feinporig ist, ne? Aber wenn man es aufschüttelt, das hat sich schon wieder so stark abgesetzt, das setzt sich sofort ganz stark ab und verdichtet sich ultra, eben weil das so feinpulverig ist, ne? Aber wenn man das dann mal aufschüttelt und schaut, wenn es sich anfängt abzusetzen, ist das schon eine gewisse Menge. Es sind genau 30 Milliliter, das mache ich immer in jede Flasche rein. Dazu kommt so ein süßer Herkimer Diamant, ein Informationsblatt und natürlich 10 Fiolen mit Deckel und einer Pimpette. Jetzt nochmal ein paar Anwendungsbeispiele. Also, wenn ihr euch das Ganze holt, würde ich jeden Tag eine Flasche mit Wasser fertig machen. Mir hier, wenn das Ganze komplett abgesetzt ist und das Wasser wieder klar ist, 5 oder 10 Liter abnehmen auf 1 Liter Wasser, was ihr euch ansprühen würdet, reinmachen. Und dann würde ich mich den ganzen Tag mit diesem Ganzwasser einsprühen, mein Bett damit einsprühen. Dort, wo ich den ganzen Tag sitze, würde ich alles einsprühen, mein Auto, meine Schuhe, meine Sachen, euren Kopf einsprühen. Ja, also es gibt keine Grenzen. Ihr könnt mit dem Wasser so gut wie alles anstellen, was ihr wollt, gell? Ihr könnt das Pflanzenwachstum ankurbeln. Ja, ihr könnt Essen ein bisschen länger haltbar machen. Ja, wie gesagt, es gibt keine Grenzen, ne? Auf dem Informationsblatt steht dann auch, was ihr damit anstellen könnt. Man könnte sogar das Wasser schnapulieren, ne? Einfach mal so 10 Milliliter ins Trinkwasser rein
und dann schauen, was passiert. Kann je nach Seenutzer erweitert werden oder kann mal eine Weile so betrieben werden. Ihr werdet dann selber merken, wenn es zu viel ist oder ihr damit aufhören sollt. Das geschieht von ganz alleine. Wenn der Kessel mit ganzer Energie voll ist, dann ist er erstmal voll. Ne? Das muss halt auch erstmal verarbeitet werden vom Körper. Eben, und es gibt ja direkte Arbeiten an den Baustellen an euch. Und das kann halt auch mal anstrengend sein. Ne? Ist auf jeden Fall ein extrem großes Energiespektrum. Extrem, hier sind so viele verschiedene Feldpotenziale drin. Also da ist für jeden was mit bei. Ich hatte sogar schon jemanden, der mir das Ganze zurückgeschickt hatte, weil er nicht damit arbeiten konnte. Mein Schluss darauf aus der Seele ist, dass diejenige Seele noch nicht so weit war, damit arbeiten zu dürfen. Weil das einfach ein richtig krasses, magisches Tool ist. Und das richtig was in der Seelenarbeit bewirken kann, ne? Wenn man es am Anfang dann nicht so spürt, einfach weitermachen und weitermachen. Und wenn es einem komisch geht, einfach weitermachen. Dann mal wieder ein paar Tage aufhören und immer weitermachen. Am besten wirklich am Anfang immer damit einsprühen. Das hat eigentlich einen richtig krassen Effekt auf den Körper und die Seele. Ja. Und wenn ihr euren Kopf damit ständig einsprüht, habt ihr dann auch so einen, fast schon so einen Abstöpselungseffekt vom Verstand teilweise. So dass ihr besser in euch unterwegs seid, ne? Yes, also Leute, das mal hierzu. Noch was. Also dieses Ganz oder überhaupt Ganz trägt alle vier Aggregatzustände gleichzeitig in sich. Eben dieses leicht gelartige, bei diesem sieht man es gar nicht so gut, weil das mehr aussieht wie trockene Farbe, die im Wasser ist. Bei diesen sieht man schon besser. Dieses leicht gelartige, gleichzeitig flüssige, gleichzeitig feste und gleichzeitig gasförmige. Im Prinzip ist es ganz verschiedene Viskositäten gleichzeitig annehmen. Also im Prinzip ist es ja ein Flüssiggas im Wasser gelöst. Oder ja doch. Und eben durch die Bewegung oder durch die Lagerung selbst kann es halt verschiedene Zustände annehmen. Jetzt sieht es wirklich sehr gasartig aus. Aber gleichzeitig auch wieder dieses Flüssige, ne? Oder gelartige da. Dieses Glibbrige, ne? Das wäre dann Exclusion Soul Water. Wie geschmolzener Schnee auf der Straße oder frisches Gletscherwasser, was noch so minimalste Eisgelee-Kristalle in sich trägt. Das ist das perfekte Wasser für den Körper. Oder wäre das perfekte Wasser für den Körper. Ich habe mir schon überlegt, wenn der Schnee nicht so verseucht wäre, könnte man den auf eine gewisse Art so antauen lassen und dann trinken, dann hätte man einen gewissen ähnlichen Effekt wie vom Gletscher. Ne? Aber ja, heutzutage ist es schon schlimm, wenn du den Schnee in die Hand nimmst. Da habe ich noch eine Kombucha-Mutter, die schon seit Wochen plasmatisiert wird. Also der Pilz ist wahrscheinlich schon reines Plasma. Ich bin gespannt, wenn ich dann mal Kombucha mache, ob das dann irgendeine Auswirkung auf das Kombucha hat oder es total lichtvoll wird. Ich bin mal gespannt. Nicht, dass ich dann so, keine Ahnung, was für Zeugs herstelle und das dann so eine aufsteigende Wirkung hat. Ich bin mal gespannt. Für alle eine gute Zeit. Bleibt gesund, entgiftet euch. Arbeitet an eurem Bewusstsein. Lasst euch nicht ärgern. Bis bald. Ciao, ciao.